Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, heute am 18. April 2018. Mein Name ist Stefan Friedrichowski und natürlich auch ein herzliches Willkommen im Namen von JFD. Und wie ihr gleich sofort feststellen werdet, ich bin auch heute natürlich wieder nicht alleine, wenn es um das JFD Basket Portfolio geht, sondern auch Jens ist heute wieder hier. Hallo Jens. Hallo Stefan, ich freue mich hier zu sein. Das ist prima. Also auch im Namen von Jens natürlich herzlich willkommen hier euch allen. Ja, mal wieder JFD Basket Portfolio hatten wir vor einem Monat schon. Wir haben mal hin und her überlegt, machen wir noch mal ein zweites Mal so einen Termin, ja oder nein, haben uns dann, wie man unschwer merkt, dafür entschieden. Einfach auch, um noch mehr Transparenz zu geben und auch zu sagen, hey, nee, wir haben da nicht mal einmal was vorgestellt. Und dann freuen wir uns, wenn möglichst viele Leute daran teilnehmen und auch schon teilgenommen haben. Und anschließend lassen wir das erstmal wieder in der Vergessenheit versinken. Nein, wir wollen hier weiter absolut transparent bleiben. Alle Leute, die im JFD Basket Portfolio sozusagen wirklich investiert sind, sind natürlich immer auf dem Laufenden, weil sie einen entsprechenden Monthly Report bekommen. Aber auch hier soll natürlich nochmal von Zeit zu Zeit darüber berichtet werden, wie es denn darum steht und wie es denn hier wirklich auch weitergeht mit all dem, was wir vorgestellt haben. Also, heute natürlich nochmal JFD Basket Portfolio als Thema. Und ihr wisst, das hat was mit auch meinem Investment zu tun. Na ja, es ist auch ein Produkt und irgendwo ist es auch quasi Werbung, wenn wir ja heute darüber reden. Aber wie immer soll es nicht einfach nur bei einem Produkt bleiben, sondern es soll Informationen rüberkommen und wie immer auch Inhalte, wo man auch für sich selbst und sein eigenes Traden natürlich so das ein oder andere abgucken kann, weil wer fragt sich nicht vielleicht auch, wie soll ich meine Strategien gegeneinander gewichten? Wie kann ich mein Risiko entsprechend steuern? Und vielleicht auch nochmal wieder Anregungen kriegen, was für Strategien kann man denn vielleicht sonst noch auch in sein eigenes Traden übernehmen? Ihr werdet gleich sehen, wir stellen auch heute nochmal zwei Strategien in ein bisschen mehr detailreicher vor und dann halt zwei andere als die, die wir letzte Mal beim JFD Basket Portfolio vorgestellt haben, als wir vor einem Monat ja schon mal eine solche Veranstaltung gemacht haben. Um mal ein bisschen mehr nochmal hier ins Thema reinzugehen, vorher natürlich wie immer einmal kurz diese Seite, ich muss sie einfach zeigen. Der Risk-Disclaimer, ihr wisst, wir reden hier nachher wieder explizit über Trading-Strategien, auch solche, die ihr selber auch ohne am JFD Basket Portfolio teilzunehmen, für euch selbst traden könnt. Aber wie immer gilt, ihr tradet auf eigene Verantwortung, auf eigenes Risiko. Und deswegen immer mal einmal das hier gesagt. Kurzer Abriss. Was machen wir heute? Ich gehe ein bisschen schneller drüber weg, weil es grundsätzlich ähnlich ist zu letztem Mal. Aber es gibt ein paar Änderungen. Natürlich will ich sagen, das JFD Basket Portfolio ist natürlich nicht nur einfach ein Produkt, sondern natürlich stecken da Menschen hinter, und zwar insbesondere zwei besonders aktiv, nämlich der Jens und auch ich, und natürlich auch noch bei JFD direkt, da ist Plamen mit an Bord, der Portfolioverwalter bei JFD in general, also im Allgemeinen ist. Also wer steckt hinter? Was traden wir? Wie traden wir? Und jetzt gleich schon mal ein neuer Punkt, auch im Gegensatz zum letzten Webinar. Der ein oder andere hat es gehört. ESMA Regulations ändern sich. Irgendwas passiert mit dem CFD-Handel. Da wollen wir hier noch mal ein kurzes Wort drüber verlieren. Einfach auch, weil das vielleicht den einen oder anderen beschäftigt und es hätte ja, könnte ja auch Auswirkungen hier auf das Basketportfolio haben. Deswegen auch dieses Thema mal, weil beim CFD-Handel wird sich in sehr, sehr naher Zukunft einiges ändern. Dann gehen wir natürlich nochmal wieder auf die Strategien im Detail ein, auch mal ein bisschen Einzel-Performance-Sicht. Hey, wie läuft sowas und sehen wir da irgendwelche Bedenken, ja oder nein? Und dann heute mal zwei andere Strategien. Also langjährige Zuschauer meiner Webinare kennen auch die bereits, nämlich der DAX und S&P 500 Breakout und der Gold Breakout, die heute nochmal komplett im Detail und dann nochmal über die Risikodiversifizierung und auch die Portfoliogewichtung. Schließlich endlich, wie immer, auch ein paar Punkte. Wie könnt ihr eigentlich teilnehmen?
Ja, und jetzt habe ich gesagt, hey, da stecken Menschen hinter. Und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und die Menschen sollen natürlich auch nochmal wirklich explizit zu Wort kommen. Und darüber gebe ich gleich mal an Jens, weil ich brauche nicht Jens vorstellen, auch wenn ich ihn gut kenne. Aber das kann er selbst viel besser. Verzeihung, jetzt muss ich mir ganz kurz räuspern, damit ich hier total fit durchstarten kann. Kurz zu meiner Person. Also ich weiß ehrlich gesagt immer nicht so richtig, ob man mich dann auch schon irgendwie kennt über das Morning Meeting, was ich ja immer täglich halte um 10:30 Uhr für JFD oder generell das Morning Meeting. Das halte ich ja schon seit einigen Jahren, auch schon in meiner vorherigen Funktion, als ich noch bei einem anderen Broker gearbeitet habe, wo ich damals ja Daily Fix aufgebaut habe. Daily Fix gehört mittlerweile übrigens nicht mehr zu diesem Broker, sondern wurde dann für, ich glaube, 40 Millionen oder sowas von einem anderen großen Broker wiederum gekauft. Jetzt nicht nur der deutschsprachige Bereich, aber es zeigt schon, da haben wir damals, glaube ich, eine ganz gute Arbeit gemacht. Und auch die Reichweite, die war halt ziemlich gut von dem Projekt und deswegen bin ich immer auch nicht so ganz sicher, ob ich hier vielleicht schon was erzähle, was dann die meisten auch wissen. Ich habe 2016 auf jeden Fall die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen und habe dann mit JFD Brokers einen exklusiven Partner gefunden. Das war auch insofern eine ganz interessante Lösung, als dass JFD eben auch über eine Portfolio-Management-Lizenz verfügt und dadurch so etwas anbieten kann, was man eben als Managed Account bezeichnet, so etwas, was der JFD Basket eben tatsächlich ist. Das bedeutet, das ist eine Möglichkeit, da wird Stefan dann später wahrscheinlich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, mit kleinem Geld professionellen Händlern oder von der Expertise professioneller Händler zu profitieren. So rum formuliere ich das mal. Also das heißt, normalerweise fangen ja Vermögensverwaltungen im teilweise sechsstelligen Bereich an und mit so einem Managed Account gibt es eben dann die Möglichkeit, vorausgesetzt natürlich, dass es professionell aufgesetzt und das ist immer die Hauptmotivation hier, die wir damit verfolgen, dass man eben dann auch dem kleinen Geldbeutel in Anführungsstrichen gesetzt einen Zugang zu solch einem Produkt eben ermöglichen kann. Und ja, das ist dann im Großen und Ganzen eben so mein Werdegang mit der Zusammenarbeit mit JFD, wie er sich dann entwickelt hat. Und jetzt freue ich mich eben hier auch Teil dieses Händlerteams zu sein, was eben diesen JFD Basket professionell managen darf. Jo, vielen Dank. Also ihr seht schon, da steckt vor allen Dingen eine Menge Expertise, eine Menge Erfahrung hinter und die hilft uns natürlich hier für das JFD Basket Portfolio und ihr werdet auch nachher noch ein bisschen langfristige Historie auch von all dem, was Jens schon vorher hier getradet hat, auch mitsehen, weil die ist auch Teil dieser Historie hier. Wir haben dann im April entschieden, die Sache noch ein bisschen weiter zu diversifizieren und daher jetzt dann auch mein Part noch dabei, mit weiteren Strategien da beizutragen und dabei ja hier nochmal auch über Personen reden. Ja, ihr seht, mein Background ist komplett anders, während Jens wirklich direkt quasi neben seinem mathematischen Background natürlich in der Finanzwelt groß geworden ist, bin ich ja mehr so ein Quereinsteiger als Physiker und habe dadurch auch natürlich einen ganz anderen Blick auf die Märkte. Ist alles ein bisschen mehr statistisch, mathematisch getrieben und führt dann halt schließlich auch zu vollautomatischen Strategien, die ich halt selbst entwickle, selbst optimiere und das auch komplett mit eigenen Programmen versehe. Ich will noch mal einen weiteren Menschen hier mit erwähnen, der auch hier noch eine tragende Rolle mitspielt, nämlich Peter Möhne, der nämlich schließlich Dinge der Strategien in Expert Advisor übersetzt und die nutzen wir dann auch in den entsprechenden Konten. Ja, also für mal ein bisschen dazu, wer eigentlich dahinter steht und weil ich finde es wichtig, dass gerade wenn es um Geld geht, auch dass Personen beteiligt sind und es nicht einfach eine völlig anonyme Sache ist. Und ich hoffe, ihr wisst das entsprechend auch zu schätzen. Aber natürlich jetzt gleich mal, was ist denn eigentlich das JFD Basket Portfolio? Also es ist natürlich ein Investmentprodukt. Und Jens hat es gerade schon mal gesagt, es richtet sich an private und auch an institutionelle Anleger. Aber bleiben wir mal bei den privaten, weil Vermögensverwaltung ist normalerweise immer noch ein Big Money Geschäft und hier eröffnen wir die Möglichkeit, das heißt, also selbst ab einer Einlagesumme von 2.500 Euro
an dem Ganzen teilzunehmen. Und das ist natürlich schon mal ein ganz anderes Kaliber. Das heißt, jeder, mehr oder weniger jeder, kann hier wirklich dran teilnehmen. Und das macht es auch gerade vielleicht für den einen oder anderen zusätzlich interessant, der vielleicht auch nicht dann über die Millionenkonten verfügt und irgendwelchen anderen Beratungsfirmen sich anvertraut. Was machen wir hier? Wir haben eine Gesamtstrategie, die aus 9 Einzelstrategien besteht. Und dadurch haben wir ein Portfolio, und deswegen heißt das Ding auch sowohl Basket als auch Portfolio, um es quasi gleich doppelt zu sagen. Also es ist ein Basket von Strategien und die bilden halt ein Portfolio. Das führt automatisch zu einer sehr guten Diversifikation und die nutzen wir. Und die ist auch wichtig. Und was wir in Summe verteilen, sind nämlich sowohl automatische Trades, also solche, die vollautomatisch entstehen, als auch solche, die diskretionär entstehen. Ihr seht hier auch schon mal so eine Aufteilung. Die diskretionären Elemente kommen ausschließlich vom Jens und wird gleich noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, was da eigentlich reinspielt. Und das ist immer eine spannende Geschichte. Also kann ich jetzt schon empfehlen, weil wahrscheinlich denkt jeder gerade bei diskretionären Trades nicht in die 100% richtige Richtung. Das traden wir. Naja, in Summe alles, was möglich ist bei JFD, aber im Moment gibt es noch nicht, im Moment gibt es eine Beschränkung, klingt so wie morgen ändert es sich. Natürlich kann sich morgen hier die Zusammensetzung ändern, das ist klar. Aber im Moment traden wir im Wesentlichen Forex, Indizes und Gold. Ich erwähne Gold hier mal extra, auch wenn das für mich mehr so ein Forex-Währungspaar ist, so wie der Name ja auch schon sagt, XAUUSD. Klingt eigentlich eher wie ein Währungspaar, aber egal, ich erwähne es mal hier extra. Was wollen wir erreichen? Wir wollen eine moderate Rendite bei einem geringen Risiko. Das ist wirklich, dieser Satz ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr ernst zu nehmen. Und gleichzeitig seht ihr schon mal eins. Ihr seht hier die Tabelle der Strategy Performance aus dem Monthly Report für März. Ihr wisst, wann wir hier die Änderungen vorgenommen haben, nämlich am 19.02. Und ja, ich habe hier was rot eingekreist. Und klar, ihr seht mich natürlich hier schmunzeln gleichzeitig oder besser gesagt, ihr könnt es nur hören. Also der März hatte schon ein erstaunliches Ergebnis mit seinen 3%. Und ich werde hier gerade auch nochmal gefragt, gibt es noch weitere Performance-Rückrechnungen? Nein, die gibt es nicht. Alles andere wäre dann nur etwas als Backtest zeigbares und Backtests möchte ich hier gar nicht zeigen, sondern hier geht es um Live-Ergebnisse, reale Ergebnisse. Ihr werdet gleich noch von ein paar anderen Strategien zwar auch noch Historien sehen, die auch älter sind als März, die gehen ungefähr ein Jahr zurück, auch in Live-Ergebnissen, bevor wir hier die Umstellung in dem Basket-Portfolio gemacht haben. Aber mir ist ganz wichtig, dass wir hier nicht über Backtests reden, sondern über Real Money Trades. Also eine echte Performance und nicht eine gerechnete Performance. Also wir haben ein schönes Märzergebnis, hat uns natürlich alle sehr gefreut. Ich will nicht verschweigen, dass wir bisher im April noch im Minus sind. Aber der April ist ja auch erst zur Hälfte rum. Aber das Minus hält sich auch in Grenzen. Also wir sind genau in dem Zielkorridor, in dem wir sein wollen. Und so sieht es halt aus bisher. Ich kann eins schon sagen, da bin ich auch ganz ehrlich, wer jetzt glaubt, hier würde jeden Monat 3% plus stehen, so toll es wäre, das wird nicht passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Klingt jetzt auch blöd, wenn ich sage, nach oben, als wenn es nach oben einen Deckel gibt. Aber da ich die Historie kenne, wäre das etwas übers Ziel hinausgeschossen. Und ganz wichtig, wir wollen eine moderate Rendite bei geringen Risiken. Über Risiko reden wir natürlich nachher nochmal ganz, ganz schön explizit. Jetzt gibt es eine Neuigkeit, was den ganzen CFD-Handel angeht, Entschuldige. Und das ist, dass wir plötzlich ändern sich die Spielregeln. Und vielleicht, Jens, kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, zu diesen ESMA-Änderungen und ob das irgendwie einen Einfluss hat auf das Basketportfolio oder auch vielleicht für den einen oder anderen, für sein Traden im Allgemeinen. Also was ich auf jeden Fall im Bezug auf den Basket schon mal auf jeden Fall vorwegnehmen kann, ist, dass es auf uns keinerlei Auswirkungen hat.
Also, dass wir davon tatsächlich total beeindruckt sein können und auch sind. Morgen findet, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, morgen findet um 14 Uhr noch ein Spezialwebinar mit dem Chris Kämmerer zusammen zu dem Thema statt. Im Großen und Ganzen werden wir da natürlich nochmal detailliert auf die ESMA-Entscheidung eingehen. Ja, wie soll man sagen? Also die Entscheidung kurz gefasst betrifft ganz besonders Privatanleger und hier kleinere Privatanleger und ist auf der einen Seite sehr, sehr wünschenswert. Auf der anderen Seite muss man aber auch so ein bisschen fragen, warum, wieso, weshalb solch eine Entscheidung gegen den Willen der Privatanleger auf den Weg gebracht worden ist. Also bei der ESMA konnte man dort seine Einschätzung kundtun. Also das lief, glaube ich, über einen Monat, wo man seine Meinung dazu kommunizieren durfte. Und das ist dann so gewesen, dass 98% gegen die geplanten Änderungen oder die geplanten Vorschläge, muss man übrigens sagen, seitens der ESMA gestimmt haben. Warum Vorschläge? Weil die ESMA selber tatsächlich nur Vorschläge den Regulierungsbehörden, wie zum Beispiel der BaFin oder der FCA oder auch der CISEC, also europäischen Regulierungsbehörden, unterbreitet. Wobei davon auszugehen ist, dass dieser Vorschlag dann auch entsprechend umgesetzt wird. So, was ist zum Beispiel jetzt etwas, was da sehr begrüßenswert ist? Es sind zum Beispiel binäre Optionen verboten worden. Also das sind im Grunde genommen diese, nennen wir sie mal Wetten, wo man im Grunde genommen drauf klickt, gleich geht's rauf oder gleich geht's runter. Hat mit Trading genauso viel zu tun wie eine Kuh mit einem Schneeball werfen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. War auch schon immer so. Es gab immer mal wieder einige, die einem dann haben versucht klarzumachen, dass ja auch mit binären Optionen man langfristig Geld verdienen kann. Das ist nicht so. Das ist reines Roulette-Spielen. Und beim Roulette wissen wir, dass immer das Casino gewinnt. Das ist übrigens auch etwas, eigentlich denke ich nicht, dass ich das an der Stelle groß thematisieren muss, weil jemand, der besonders Stefan folgt und seinen quantitativen Herangehensweisen, statistischen Herangehensweisen natürlich auch immer sehr erwartungswertorientiert sind, da werden alle eigentlich nur Beifall klatschen, dass die binären Optionen eben verboten worden sind. Aber jetzt in Bezug auf beispielsweise auch den CFD-Handel oder auch den Devisenhandel, sei es jetzt dann der Spot-Devisenhandel, gibt es halt Veränderungen und zwar gibt es sogenannte Hebelbeschränkungen. Das ist so, dass zum Beispiel auf die Hauptwährungspaare wie Euro, US-Dollar, Dollar, japanischer Yen und dergleichen der Hebel auf 30 zu 1 zum Beispiel beschränkt werden soll. Das bedeutet also etwas anders, wenn vorher der Broker eine Möglichkeit geboten hat, mit einem Hebel von, sagen wir, 100 zu 1 zu handeln, dann war es möglich, mit einem 1.000-Euro-Konto im übertragenen Sinne das Hundertfache, also 100.000 Euro US-Dollar zum Beispiel zu handeln. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Es gab da halt eine entsprechende jetzt Restriktionen auf 30 zu 1. Das heißt, mit einem 1.000-Euro-Konto sind nur noch maximal 30.000 Euro handelbar. Devisen sind damit abgearbeitet. CFDs, DAX zum Beispiel oder auch Gold, da ist es so, dass man eine Hebelrestriktion auf 20 zu 1 sogar sieht. Das heißt also, teilweise gibt es da dann sehr, sehr absurde Entwicklungen hinsichtlich zum Beispiel des Bund-Futures, wo ja auch CFDs drauf gehandelt werden, wo, ich habe jetzt nicht die genaue Kalkulation im Kopf, aber wo irgendwie über 30.000 Euro an Margin für einen Bund-CFD hinterlegt werden soll, ausgehend von dem Risiko. Ach nee, Moment, ganz kurz. Das gilt an der Stelle nur für Indizes, die 20 zu 1. Das heißt, die 5 zu 1. Ich habe das jetzt gerade ein bisschen verwechselt. Gut, aber man sieht auf jeden Fall, es gibt massive Restriktionen diesbezüglich. Und jetzt ist es so, ich überlege gerade, Stefan, ob ich vielleicht mal ganz kurz meinen Bildschirm zeige, weil ich habe nämlich eine sehr interessante Grafik, die ich gerne den Teilnehmern hier mal zeigen wollen würde, hinsichtlich des sogenannten effektiven Hebels nämlich. Machen wir sofort einen Moment und auch weil ein paar Fragen aufgelaufen sind, schon mal der Hinweis, ich gehe gleich drauf ein, dass wir die Fragen dann auch nochmal explizit verwenden und drauf eingehen. So, jetzt müsste eigentlich der Bildschirm vom Jens auch hier gleich erscheinen, das hoffe ich zumindest. Jo. Ist er da? Ja, Er ist perfekt. da. Ja, das ist eine Grafik, die ich immer sehr, sehr gerne Tradern zeige, seien es jetzt angehende Trader, die sich einfach nur zum Thema Trading zum Beispiel auf Guidance in der Trading-Chatbox dort austauschen, sei es bei mir auf dem Guidance-Desk oder sei es auch bei JFD zum Beispiel, oder auch Studenten, die gerne im Trading Fuß fassen wollen. Es gibt hier eine sehr interessante Ausarbeitung eines Brokers, der
aus diskretionären Gründen nicht genannt werden soll. Es ist nicht JFD, das kann ich an der Stelle sagen. Und man hat sich hier hingesetzt und hat mal Folgendes gemacht. Man hat über einen Zeitraum von einem Jahr die Kontenaktivität analysiert und hat sich mal angeschaut, wie sich das dann mit dem Hebel dargestellt hat und wie profitabel denn bestimmte Trader klassifiziert nach bestimmten Hebelgruppen waren. Und was man hier unten, ich weiß gar nicht, ob es das gut erkennen kann, aber hier unten sehen kann, ist der Hebel, der genutzt worden ist. Und hier ist es der Anteil profitabler Händler auf der Y-Achse, der Hebel auf der X-Achse. Und man kann sehen, dass dieser Graph nach unten immer weiter abfällt. Also das heißt, bei einem Hebel von größer 25% waren im betrachteten Zeitintervall nur 18% aller Trader profitabel. Wir erinnern uns dran, der jetzt nominal festgelegte Hebel liegt bei 30 zu 1. Das heißt also, man hat alleine durch diese Restriktion es schon mal jetzt in dem Bereich geschafft, wo wir bei Roundabout irgendwas zwischen 15 bis 20% Wahrscheinlichkeit liegen dürften, dass die Trader dann noch profitabel sind. Und was man eben auch erkennen kann, ist, dass der Hebel, desto geringer er gewählt wird, hier zum Beispiel mit kleiner 5 zu 1, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dann um einen profitablen Trader handelt, bis auf 40% steigt, also sich mehr als verdoppelt im Vergleich zu einem Hebel von 25 zu 1. Und das ist nämlich genau das, wo man jetzt natürlich sagen muss, diese Entscheidung, ob sie jetzt gegen die absolute Mehrheit der Trader erfolgt ist oder nicht, sie unterstreicht noch einmal sehr deutlich, dass sie eigentlich sehr begrüßenswert ist. Denn durch die Reduktion des Hebels gelingt es schon auf sehr, sehr effektive Art und Weise, die Wahrscheinlichkeit der Profitabilität des Privatanlegers massiv zu erhöhen. Und das ist zum Beispiel auch kein Zufall, dass im Zusammenhang mit dem Basket, wie wir den traden, ein ganz, ganz moderater, ganz kleiner Hebel gefahren wird. Also tatsächlich, ich müsste jetzt schauen, aber mich würde überraschen, wenn der größer 1 zu 1 wäre. Und das unterstreicht auch noch einmal, dass eben professionelles Trading nicht über den Hebel-Performance macht, sondern eben über die langfristige Konstanz und das kontinuierlich Kapitalisieren eines identifizierten Vorteils. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, wir sind nicht von der Erstmalentscheidung betroffen. Es unterstreicht aber eben nochmal, was für ein professionelles Produkt wir hier halt anbieten. Es wäre sehr überraschend gewesen, wenn wir dort von betroffen gewesen wären. Super, nochmal vielen Dank, weil ihr wisst, wir wollen immer auch ein bisschen Informationen noch liefern und nicht nur hier irgendwie über ein Produkt reden. Ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit und das mussten wir mal einschieben, weil das einfach auch vielleicht viele Leute im Moment betrifft, bewegt. Jetzt gab es ein paar Fragen schon zwischendurch, die will ich mal kurz mit aufnehmen, weil ich wurde gefragt, zwei Dinge hier. Zum einen, was gibt es denn hier so schon an Erfahrung über die Verteilung der Gewinne und Verluste? Und hier mal gleich ein schneller Screenshot dazu. Das ist genau der Monthly Report hier. Highest Monthly Return, Lowest Monthly Return und. Ihr seht, wenn man mal die Zahlen einzeln durchgeht, war es insbesondere wirklich sehr, sehr konservativ. Und da wollen wir auch bleiben, dass wir hier nicht in riesen Schwankungsbreiten übergehen, und dass wir halt wirklich einen moderaten Zuwachs erzielen. Ich werde auch hier schon natürlich nach Zahlen gefragt. Beantworte die Frage nach mal anders. Und ich glaube, das spreche ich auch für Jens, wir fühlen uns glücklich, wenn wir schließlich und endlich so im Bereich von 1% pro Monat machen. Jetzt fragt sich wieder, oh, klingt nicht viel. Nein, das ist genau richtig. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch die Drawdowns entsprechend klein halten. Und wenn man zum Beispiel sich die gesamte Historie anschaut, gab es einen maximalen Drawdown bisher von 1,2%. Und das ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Und da hat gerade Jens einen riesengroßen Anteil daran. Und ja, das soll natürlich hier auch so ein bisschen dafür stehen, wie wir hier vorgehen. Moderate Rendite bei kleinem Risiko. Okay, gibt natürlich noch ein paar Bemerkungen, verständlicherweise. Zu den Ganz kurz. erstmal Regulierungen. Aber Stefan, ja. mir fällt gerade noch was zur Rendite ein. Das ist immer, ich finde das immer ganz interessant, weil
man kann sich ja auch noch so ein bisschen an seine Anfänge im Trading erinnern und was man so für Vorstellungen hatte, wie die Rendite denn ausschauen muss. Und wenn man sich dann mal wirklich mit professionellen Tradern unterhält, und zwar, ich sage jetzt mal nicht nur professionelle Trader aus dem Privatanlegerbereich, sondern auch professionelle institutionelle Trader, also Hedgefonds-Trader zum Beispiel, denen man vielleicht mal irgendwie begegnet, dann kann man manchmal für Privatanleger teilweise sehr absurd anmutende Aussagen hören, wie zum Beispiel, alles, was besser ist, renditetechnisch, als was man auf ein 10-Jahres Bund-Future zum Beispiel, 10 Jahre Anleihe per annum bekommt, wird in der Hedgefondsindustrie zum Beispiel schon gefeiert. Also das bedeutet etwas anders. Das Ergebnis, was wir bis jetzt haben, wenn wir das stabilisieren können, dann sind wir eigentlich die großen Stars in der Hedgefondsindustrie mit dem Angebot. Ja. Nein, es ist, glaube ich, immer gut, das auch mit seinem eigenen Trading vergleichen. Und wenn wir jetzt hier versprechen würden, Kontoverdopplung in 3 Monaten, dann wären wir gleichzeitig als unseriös gestempelt. Und das wollen wir auch nicht, sondern wir wollen natürlich hier moderat weiter vorgehen und nachher kommt noch mal ein bisschen mehr auch zur Risikostreuung. Also immer natürlich super interessant. Ja, jetzt mal kurz ein bisschen mehr im Einzelnen. Also wir haben in Summe 9 Strategien, sind ja auch nochmal namentlich aufgelistet. Einiges schon mal gehört. Jens tradet das Ganze diskretionär schon seit 1.9.2016, deswegen auch die schon mal etwas längere Historie. Und wie Jens das tradet, wird er gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich gehe nochmal kurz durch die Liste durch, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, was wir hier eigentlich machen und auch ein bisschen Hintergrundinformationen. Wir haben einiges an Breakout-Trades und das sind die 2 blauen hier markierten. Das waren nicht, die sind nicht beide blau markiert, sondern die 2 blau markierten sind die beiden Strategien, die wir beim letzten Termin nochmal im Detail gemacht haben. Heute gehe ich mehr noch auf Details von den 2 grünen ein, Gold und DAX und S&P 500 Breakout-Trades. Nach wie vor, wir werden nachher nochmal sehen, ey, wir haben zu dem Blauen auch so kleine E-Books, also Jens hat die gemacht, was sehr schön ist. Die stehen natürlich nach wie vor zur Verfügung. Wie man drankommt, kommt natürlich noch. Wir haben also das diskretionäre Element von Jens und dann 8 automatische Strategien von mir hier mit drin. Und heute werden wir natürlich mal wieder auf 2 ein bisschen genauer eingehen. Kleiner Vorgeschmack nochmal hier von meiner Seite. Was heißt das eigentlich, wenn wir hier so in Summe auf Renditen gucken? Das hier ist das kurzfristige Bild, was wir haben, seitdem wir hier auch die Umstellung gemacht haben. Ihr seht, wie es mal hoch und runter geht, aber alles halt moderat. Ich habe das Bild, zeige das Bild deswegen auch, damit ihr mal so ein Gefühl dafür kriegt, was wir hier eigentlich traden. Deswegen hier mal diese Tortendiagramm, um die an verschiedenen Underlyings auch zu sehen. Und ihr seht schon, dass den größten Anteil macht der DAX aus, gefolgt dann vom S&P 500. Naja, und dann kommen hier schon einzelne Forex-Paare. In letzter Zeit haben wir recht aktiv australischer Dollar, kanadischer Dollar getradet. Das wird sich jetzt aber auch wieder wahrscheinlich beruhigen. Also, dickes Portfolio, dicke Streuung. Und ein Bild nochmal zu den Einzelperformance und auch vielleicht ein bisschen Neugier zu machen. Das ist jetzt hier Performance seit letztes Jahr Sommer von den 8 automatischen Strategien jeweils prozentual zu ihrem eigenen Konto, weil jedes von diesen Strategien hat sozusagen auch ein Einzelkonto, in dem es auch real getradet wird und dann in das Portfolio gespiegelt wird. Und ihr seht, es gibt alles. Schön langsam nach oben laufen, aber auch mal nach unten und wieder nach oben laufen. Das sind die Performance-Zahlen von den Einzelstrategien. Auf 2 gehe ich nachher genauer ein, dass wir mal sehen, welche sollen es denn werden. Das ist zum einen diese hier leicht braune, die hier abgebildet ist. Das ist DAX und S&P 500 Ausbruchtrades. Und die sieht jetzt hier so unscheinbar aus, aber die hat eine längere Historie. Hier sieht sie jetzt nicht. Die macht bisher jetzt auf diesem Zeitraum eine komplette Null. Ich gehe trotzdem mal darauf ein, dass man da ein bisschen was zu sieht. Das ist der Gold Breakout. Und dazu auch noch mal ein bisschen mehr. Also die kommen gleich noch mal deutlich mehr im Detail. Aber wir haben natürlich noch dieses andere.
super interessante Element hier in unserem Gesamtansatz, nämlich, dass wir 20% unseres Risikos, was wir bewegen, auch mit diskretionären Elementen versehen. Und die soll am besten gleich Jens nochmal ein bisschen mehr erzählen und was er unter diskretionär dann genauer versteht. Das war jetzt mein Stichwort, oder? Jetzt leg ich los. Yep, genau. ja, also ich muss, das hatte ich wohl schon beim letzten Mal gesagt, ich muss bei diskretionär mittlerweile immer so ein bisschen schmunzeln. Stefan hat es ja gerade auch schon gesagt. Diskretionär, das hat ja immer so ein, ich nenne jetzt mal Freestyle-Touch. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Man sitzt halt hier so vor dem Rechner und dann guckt man sich das Bild mal so ein bisschen an und dann sagt man, oh, das sieht gut aus, ich gehe jetzt mal long oder ah, ich gehe jetzt mal short. Und in der Tat ist das eventuell in der Mehrzahl der Fälle tatsächlich so, wenn jemand sagt, er tradet diskretionär. In meinem Fall ist es aber tatsächlich so, dass ich für einen diskretionären Handelsansatz oder jemanden, der so handelt, tatsächlich unfassbar quantitativ orientiert bin. Ich versuche das so zu schildern am besten mal. Ich habe eine Basisstrategie. Und ich hatte gerade auch schon mal im erweiterten Sinne bin ich auf den Erwartungswert eingegangen. Und ich weiß von dieser Basisstrategie eben, dass sie profitabel ist über einen sehr, sehr langen Zeitraum, dass sie ein grundsätzlich positives Gesamtergebnis eben ausgeworfen hat. Und jetzt gehen wir einfach mal der Einfachheit halber davon aus, um mit einer konkreten Zahl zu arbeiten, dass diese Basisstrategie pro riskiertem Euro 10 Cent verdient. Das heißt also etwas anders formuliert. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Moment, ich riskiere einen Euro, um 10 Cent zu verdienen. Nein, das ist damit nicht gesagt, sondern damit ist gesagt, dass es unabhängig davon ist, ob ich eben jetzt gewinne oder verliere mit dem nächsten Trade, dass ich stetig mit jedem Trade 10 Cent pro riskiertem Euro verdiene. Oder anders formuliert, wenn ich jetzt 1000 Euro riskiere, dann verdiene ich eben unterm Strich 100 Euro pro Trade, unabhängig davon, ob es ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Und jetzt ist im Grunde genommen dann mein diskretionäres Trading folgendes, nämlich, dass ich versuche, über meine Erfahrung beziehungsweise über von mir über die Jahre erprobte Systeme oder ja, Ausstiegssysteme, so nennen wir es einfach mal, dass ich versuche, diesen Erwartungswert der Basisstrategie zu optimieren. Also das bedeutet dann etwas anders formuliert, dass das System im Grunde genommen den Trade eingeht, sei es long oder sei es entsprechend short. Und ich versuche dann eben auf einer sich auf Tagesbasis, also Intraday, von morgens 8 bis 22 Uhr, eine sich dann nach Möglichkeit zu meinen Gunsten entwickelnde Trendstruktur zu kapitalisieren und dafür dann unterm Strich zu sorgen, dass das Gesamtergebnis der Basisstrategie durch mein Eingreifen, durch mein diskretionäres Eingreifen nochmal ein Stück weit profitabler wird. Also sprich, wenn es mir zum Beispiel gelingt, den Erwartungswert, der normalerweise 10 Cent pro riskiertem Euro abwirft oder beträgt, auf, sagen wir mal, 11 oder auch 12 Cent zum Beispiel zu steigern, dann ist mir das gelungen. Wenn es mir jetzt nicht gelingt, und ich zum Beispiel dann unterm Strich ein Ergebnis generiere von, sagen wir mal, nur noch 8 Cent, 9 Cent, irgendwas in dem Dreh, dann wäre es zum Beispiel für mich sinnvoller, einfach nur mit der Basisstrategie zu gehen, weil ich verschlechtert das Gesamtergebnis eben entsprechend. Und jetzt wird man sich vielleicht fragen, wie ich das denn genau dokumentiere. In der Tat relativ einfach. Ich habe die Basisstrategie auf einem Demokonto laufen und habe dann parallel eben die Basisstrategie mit meiner diskretionären Intervention auf dem realen Konto. Und ich dokumentiere dann an jedem Abend das Gesamtergebnis. Und wenn es mir jetzt zum Beispiel geglückt ist, besser abzuschneiden als die Basisstrategie, sagen wir 20 Punkte, dann ist das Ergebnis für den Tag plus 20. Und wenn es mir schlechter oder wenn es mir nicht geglückt ist und das zum Beispiel, ich habe 20 Punkte schlechter abgeschnitten, dann ist das Ergebnis minus 20. Und dann versuche ich eben auf die Gesamtheit aller Trades beziehungsweise auf die Vielzahl der getätigten Transaktionen, versuche dann eben ausgehend davon hier unterm Strich nach einer Vielzahl von Trades ein positiveres Ergebnis zu haben. Um jetzt zum Beispiel, ich habe das gar nicht jetzt hier vorbereitet, deswegen muss ich das ganz kurz öffnen, aber ich kann ja mal ganz kurz eine Idee davon geben, wie sich seit Anfang März das Gesamte hier darstellt. Oder ich kann es noch besser machen. Ich kann, glaube ich, ich starte einfach direkt von dem Tag, als wir hier den Basket aufgesetzt haben. Das war der 19.2. So,
Und da ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt hier in meinem Excel-File gerade einfach mal die Summe ausgerechnet habe. Dann habe ich jetzt 313 Punkte besser abgeschnitten als die Basisstrategie. Also bis jetzt ist es mir auf jeden Fall geglückt. Ich müsste jetzt natürlich zählen, wie viele Trades das ungefähr sind. Aber ja, alles in allem sieht es zumindest seit dem Start dieses Projektes da ganz gut aus. Ja, so, soweit von mir. Wir haben übrigens aktuell der Trade, ich habe jetzt mal hier den DAX-Chart aufgemacht. Jetzt kann man natürlich diesen Trades nicht unmittelbar noch ansehen, wer hier gewissermaßen der Owner sozusagen ist, aber ich kann es zumindest illustrieren. Wir haben hier im Moment, wir haben jetzt Short Trades auf den DAX laufen. Und ein Trade, der hier läuft, das ist die mittlere, also diese grüne Linie, wo auch jetzt mein Cursor ist, das ist ein solcher Trade vom Jens, das ist DAX Short. Und der andere Trade, den man hier auch noch sieht, ist ein anderer Trade. Das ist einer, der aus einer Ausbruchsstrategie kommt. Der ist, wie man unschwer sieht, im Moment aktuell im Minus. Wiederum der Trade von Jens ist im Moment aktuell im Plus. Und ja, das ist mal so eine Positionierung, wie sie jetzt hier gerade ist. Ihr seht jetzt, dass hier gerade der Fall eingetreten ist, dass der Trade von Jens ein Short Trade ist. Aus einem automatischen System haben wir einen weiteren Short Trade. Und das führt halt in Summe genau zu dieser Diversifizierung, die wir hier erreichen. Jens, mal kurz so gefragt, wann würdest du hier in diesen Trade eingreifen, also in den Short Trade, der hier gestartet ist auf der grünen Linie? Also ich bin ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte Leute mir gewünscht, dass wir, als der Markt gekippt ist, also das heißt, als wir diese stärkere Dynamik nach unten zu sehen gekriegt haben, dass wir ein Stück weit weitergelaufen sind, als wo wir im Tief gelaufen sind, ungefähr so bis 12.500 Punkte. Das hatte ich heute Morgen auch im Morning Meeting gesagt. Das wäre so ein Bereich, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir zunächst vielleicht eine Stabilisierung gefunden hätten. Und da wäre ich wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Position komplett geschlossen hätte, aber wahrscheinlich irgendwas im Bereich um die 50 bis 60% hätte ich zumindest eine Teilgewinnnahme in den Bereich auf den Weg gebracht. Status quo, in Anführungsstrichen, lohnt es sich nicht, weil wir nahezu fast um die Plus-Minus-Null-Linie traden. Ich glaube, aktuell liegt ja 10 Punkte vorne oder sowas, wenn ich das richtig hier auf dem Schirm habe. Also das heißt, etwas anders, damit ich da interveniere, muss auch wirklich eine trendige Bewegung stattfinden. Und ich formuliere es mal um, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Kursverlauf von gestern schauen, diese schöne dynamische Aufwärtsbewegung, leider waren wir ja da auf der Short-Seite unterwegs, aber das war zum Beispiel etwas, wo wahrscheinlich dann, nachdem der Markt so eine kleine Übertreibung in den Abend hinein gesehen hat, also wo wir so doch sehr dynamisch schon ein bisschen im Bereich um 12.600 Punkte vorgestoßen sind, wo auch zumindest eine Teilgewinnmitnahme eventuell auf den Weg gebracht worden wäre. Einfach weil, das ist dann halt so ein bisschen die Erfahrung. Also das ist jetzt nicht nur in der Nachbetrachtung, dass ich mir das irgendwie schönrede, sondern was ich halt mit einbeziehe, sind auch so historische Erfahrungen zum Beispiel, jetzt aus den letzten 20 Handelstagen beispielsweise. Und wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel die Handelsspanne dort für den gesamten Handelstag, sagen wir mal, 200 Punkte betragen hat. Und wir sehen gestern eine Bewegung von fast, nee, obwohl, nicht ganz 150 Punkte vielleicht. Und wir sehen gestern eine von 200 Punkten. Dann gehe ich eher davon aus, dass sich dieses Momentum eher erschöpfen wird in der Mehrzahl der Fälle. Und nicht, dass es zu einer scharfen Gegenbewegung kommt, aber zumindest mal, dass nicht mehr so viel Potenzial nach oben besteht. Und dann würde ich eben zumindest einen Teil aus dem Trade rausskalieren und den Rest stehen lassen und dann eben via des Systems managen lassen, also des Ausstiegs dann. Prima. Nochmal wirklich hier brandaktuell an dem aktuell laufenden Trades. Jetzt aber nochmal zu zwei Strategien, die wir hier jeweils auch traden. Bei einem kann ich auch nochmal gleich wieder praktische Beispiele zu zeigen. Gewissermaßen habt ihr gerade schon einen offenen Trade aus der Strategie gesehen, nämlich den anderen Short Trade. Beide Strategien, die ich hier heute nochmal genauer beleuchten will, sind Breakout-Strategien. Deswegen auch nochmal das gleiche Bild, was ich zwar vor einem Monat schon mal hatte, nur um kurz zu erläutern, was Breakout-Strategien eigentlich machen, um dann auch nochmal im Detail auf die Parameter einzugehen. Stefan, kannst du mich hören? Ja. Ja, sehr gut, weil ich lese jetzt hier gerade nämlich von dem Harald, der sagt, der Ton ist plötzlich weg. Können das auch die anderen bestätigen? Können die uns noch hören? Oh, das wäre natürlich grottenschlecht. Lass mich mal mitschauen, was denn hier der Equalizer sagt. Der sagt, dass zumindest es übertragen wird. Dann hoffe ich mal, nee, alles bestens. Dann scheint es lokal bei einem zu sein. Im Zweifelsfall einfach
einmal aussteigen sozusagen und sich neu einwählen. Das lohnt sich meistens. Okay, also Ton funktioniert wieder. Danke. Soweit. Also Breakout-Strategien laufen eigentlich immer nach dem gleichen Muster. Man definiert sich zunächst zwei Uhrzeiten. Und zwar repräsentiert hier durch zwei vertikale Linien, hier eine bei 0 Uhr, eine bei 8 Uhr. Und dann, naja, innerhalb dieser Zeit macht ja der Preis irgendwo etwas und der kreiert mir eine Range. Diese Range ist jetzt hier von hier oben, da wo die rote Linie ist, bis hier unten zu dieser grauen Linie. Und wenn man dann an der Range-Enduhrzeit angekommen ist, platziert man zwei Trades. Eine Buy-Stop-Order auf der Oberkante, eine Sell-Stop-Order auf der Unterkante, mit jeweils einem Stop-Loss genau von der Gegenseite der Range. Das ist die Grundlogik einer jeden Breakout-Strategie. Beide Order bleiben erstmal im Markt und werden als OCO-Order gehandelt, in der normalen Reinstform dieser Strategie. Das heißt, wenn eine Order ausgelöst wird, wird die andere gelöscht. Hier in meinem Fall ist dann der Short Trade aktiviert worden. Und wie immer, wenn jemand ein Beispiel zeigt, dann geht es natürlich hundertprozentig auf. Und ein paar Stündchen später war er im Take Profit. Take Profit war jetzt hier so gewählt, dass die einfache Range-Länge, die Range-Größe, also so, als ob man diesen grauen Kasten einmal nach unten anträgt, das war der Take Profit. Das ist eine Breakout-Strategie, wie sie sozusagen im Lehrbuch ist. Mehr aus der mathematischen Brille. Gucken wir natürlich hier drauf aus der Sicht von Freiheitsgraden. Was sind hier die Freiheitsgrade? Naja, zumindest schon mal die Range-Startzeit, die ist jetzt hier willkürlich auf 0 Uhr und willkürlich auf 8 Uhr. Und das ist erstmal zwei Freiheitsgrade. Wir könnten ja auch 1 Uhr und 10 Uhr nehmen oder 8 Uhr morgens und 13 Uhr, was auch immer. Die Freiheit hätten wir. Dann wäre natürlich die Frage, wie weit legen wir den Take-Profit entfernt, also das Wievielfache der Range, klassisches CRV, wäre der nächste. Der Stop-Loss ist hier kein Freiheitsgrad, weil der ist gegeben. Es ist immer die Range-Gegenseite. Also grundsätzlich hat die Strategie schon mal immer drei Freiheitsgrade. Man kann auch weitere hinzufügen als weitere Filter und das benutzen wir auch. Man sollte allerdings nicht zu viele hinzupacken, so viel gleich schon mal als Empfehlung. Gerne nehmen wir hier noch ein EMA mit ins Spiel und traden nur in die Richtung, die dem übergeordneten Trend entspricht. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist die, dass wir vielleicht sagen, es sollte vielleicht auch noch eine Mindestrange erfüllt sein. Also wenn die Range einfach zu klein ist, sollte man nicht traden, weil dann reicht eine kurze Marktbewegung anschließend zum einmal hoch runter und schwupps sind wir aus unserem Trade rausgekickt. Und das ist einfach blöd. Deswegen sollten wir vielleicht auch sowas wie eine Minimum-Range mit einbauen. Wenn wir so etwas machen, und genauer untersuchen, das ist natürlich das, was ich dann jeweils tue, um eine solche Strategie zu entwickeln, dann kann man sich solche Regelwerke ableiten. Übrigens, ihr könnt auch jetzt bereits, wer Interesse an diesen Folien hat, die könnt ihr direkt downloaden aus dem GoToWebinar Control Panel. Dann habt ihr auch genau diese Uhrzeiten. Diese Strategie ist ursprünglich auf einer M5-Skala entwickelt worden, deswegen so krumme Uhrzeiten. Und wenn ich hier in so einer Tabelle schreibe 11:39 Uhr, dann ist das ein bisschen symbolisch gemeint. Eigentlich meine ich hier 11:40 Uhr. Aber um sicherzustellen, was ich denn wirklich meine, ich meine halt, naja, die Range ist zu Ende mit 11:39 Uhr und 59 Sekunden. Dann ist die Range hier zu Ende. Und ich benutze ein EMA als Filter und ich möchte bestimmte Range-Größen haben. Und ihr seht, in Summe könnte man hier also sechs Trades eingehen, drei auf dem DAX, drei auf dem S&P 500. Das hat also Substrategien. Damit das ein bisschen klarer wird, will ich sowas auch mal kurz noch wirklich auf dem echten Account zeigen und wechsle da mal hier auf den VPS. Und dann seht ihr auch zum Beispiel in dem linken Bild, dass für den S&P 500 heute kein einziger Trade war. Und auch nicht sein wird. Warum? Steht hier oben links oben in der kleinen Ecke. Die Range-Größen waren alle zu klein. Kein Trade. Gestern gab es ja einen Trade. Das ist diese grüne Linie hier. Da hatten wir für einen Ausbruchstrade auch die Bedingungen erfüllt. Und daher hatten wir einen und der war auch noch gut. Heute im DAX mal kurz geguckt. Ihr seht, wir haben eigentlich prinzipiell drei Order. Eine ist auch getriggert, das war das, was wir auch gerade im Portfolio schon gesehen haben. Und
Zwei sind eigentlich noch offen. Das sind jeweils bei Stop-Order, die hier auf der Oberkante noch hier oben. Man sieht die jetzt nicht so, weil da auch der Stop-Loss drüber hängt. Hier wären noch bei Stop-Order, die allerdings mit ziemlicher Sicherheit oder mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit heute nicht mehr zum Tragen kommen. Unsere Sell-Stop-Order ist getriggert und liegt halt aktuell im Minus. Gestern hatten wir die Situation, dass wir drei Trades im DAX auch noch zusätzlich gemacht haben. Einer ist dann frühzeitig bereits schon in den Take-Profit hier oben gelaufen. Das war genau die Bewegung, die Jens gerade beschrieben hatte. Gestern ging es mal ganz schön massiv hoch und diese Breakout-Strategie hat genau das abgefangen und hat hier ihre Long-Trades eigentlich sehr schön dann erwischt. Ist jetzt natürlich eine kleine Statistik, weiß ich. Aber der eine Take-Profit, der andere wurden dann jeweils um kurz vor 10 geschlossen, weil diese Trades werden nicht über Nacht gehalten, gilt für alle. Für alle Trades, dass wir nicht in Overnight hineingehen. Wir hatten aber gerade gefragt hier, die Vortragsfolien kann man auch nach dem Vortrag noch ansehen. Am besten einfach downloaden und ansonsten einfach mir eine E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse kommt gleich auch nochmal auf den Folien von mir. Ich schicke sie gerne zu. Dann habt ihr auch die Details über diese Strategien. Das war jetzt hier DAX und S&P als Ausbruchtrade. Und das gleiche sozusagen in Grün, nur mit einem etwas anderen Touch, haben wir auch nochmal für Gold. Da traden wir ausschließlich in dem Account Gold. Was wir hier allerdings machen, ist, wir betrachten Long und Short separat. Das bietet sich bei Gold an, weil Gold ist sozusagen nicht symmetrisch. Langfristig gesehen kann Gold ja eigentlich eher nur nach oben laufen. Deswegen hier jetzt Long und Short irgendwie gleich zu behandeln und zu verhandeln, verbietet sich irgendwie schon mal grundsätzlich. Und auch hier benutzen wir wieder ein EMA, eine Mindestrange und mit unterschiedlichsten Uhrzeiten zu verschiedenen Zeitpunkten werden also potenziell Trades platziert. Oft ist es allerdings auch mal so, dass einfach keiner platziert wird. Also gucken wir mal wieder auch hier noch eben aktuell rein. Wir werden sehen, heute kein Trade. Es kommt auch keiner mehr. Die Range-Größen waren alle zu klein und von daher gibt es keinen Trade. Gestern gab es einen. Will ich aber nicht verheimlichen. Das ist die rote Linie hier. Gut, das mal hier. Wie wird die Range im DAX berechnet? Wird nochmal hier im Detail gefragt. Also, was mache ich? Die Range wird bei mir immer in Prozent ausgedrückt. Das heißt, Oberkante innerhalb des Zeitraums minus Unterkante innerhalb des Zeitraums. Also höchster Wert innerhalb dieses angegebenen Zeitraums minus kleinster Wert innerhalb des angegebenen Zeitraums. Das ist die Range. Die dividiere ich dann durch den DAX-Wert, also durch die Unterkante. Und dann habe ich die Range in Prozent. Und das ist der Wert, der hier auch diese Mindestrange dann überschreiten muss, damit ich überhaupt Trades entsprechend eingehe. Was übrigens interessant ist, wir hatten letztes Jahr lange, lange Zeit gar keine Trades im S&P 500. Jetzt seit einigen Wochen, so ungefähr seit ich im Urlaub war, ungefähr, also Ende Januar, Anfang Februar, als man diese monstermäßige Südbewegung startete im Dow Jones und Ähnlichem. Seitdem haben wir genügend Volatilität. Und deswegen auch immer wieder hin und wieder Trades auf dem S&P 500. Davor war da halt relativ tote Hose. Ist nicht schlimm. Die Strategie ist so gestrickt. Kein Trade ist kein Trade. Ist dann auch in Ordnung. Gut. Das waren aber nur zwei Strategien wirklich im Detail. Könnte man auch gerade so gut so selber traden. Hier aber nochmal die Erwähnung. Und hier sieht man schon mal wieder einmal ein weiteres Mal meine E-Mail-Adresse. Die Strategien, die wir im vorherigen Webinar vorgestellt haben, Breakout Euro, japanischer Yen, und die nichts mit dem Breakout zu tun hat, sondern mit einer Art Seasonal, DAX Day of the Week, hier sind komplett in der schönen Beschreibung verfügbar. Könnt ihr gerne haben, einfach kurze E-Mail hier an mich oder wenn ihr die vom Jens habt, auch gerne an Jens. Und das PDF-Dokument kommt natürlich zu euch. Lass mal so ein bisschen einzelne Strategien. Ach so, vielleicht nochmal einmal, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, was so eine Einzelstrategie dann durchaus erreichen kann. Gucken wir uns dazu nochmal eine hier etwas genauer an. Und zwar die
DAX und S&P 500 der Week-Strategie. Da gibt es halt ein Einzelkonto zu. Und dieses Einzelkonto ist bei 4.000 Euro gestartet. Dass das jetzt hier so komisch aussieht, liegt nur an der Archivierfunktion von MT4. Ab einem Moment werden Trades immer in einen einzelnen Trade zusammengefasst. Aber das Konto ist halt bei 4.000 gestartet und hat schon einen deutlichen Zuwachs. Und gerade seit hier Dezember letzten Jahres war es nochmal eine richtig, richtig schöne Strategie. Also geht munter zur Sache an der Stelle. Als Einzelstrategieergebnis. Jetzt reden wir über Einzelstrategien. Das wollen wir natürlich eigentlich nicht, sondern was wir hier in Summe betreiben, ist natürlich ein Portfolio. Und wenn man über ein Portfolio redet, dann ist es natürlich auch wichtig zu fragen, wie man das Risiko eigentlich steuert. Wir haben in Summe 9 einzelne Strategien, weil einfach die regelbasierte Strategie, die wir bei uns immer diskretionär nennen, mit all den Nebenbemerkungen, die Jens gemacht hat, nennen wir sie einfach trotzdem einfach als eine von den Strategien. Ja, wie überlagere ich die jetzt? Wem gebe ich welches Risiko und wie viel Geld darf man womit bewegen? Und das ist natürlich eine ganz existenzielle Frage, wenn man über Portfolios redet. Und jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Ich will die zwei Ansätze hier nochmal kurz beschreiben. Das eine ist, man nimmt einfach diese 9 Strategien, hat dafür zum Beispiel Backtest-Ergebnisse, reale Ergebnisse. Also idealerweise hat man reale Ergebnisse. Jetzt kann man hier natürlich einfach überlagern. Das bedeutet, man addiert die. Man addiert einfach die Equity-Kurven. Vielleicht gibt man jedem noch einen Faktor. Und das wäre dann sowas wie der Gewichtungsfaktor einer Einzelstrategie. Gut. Jetzt könnte man sogar die Mathematik bemühen und fragen, bestimme mir die Gewichtungsfaktoren so, dass wir beispielsweise den maximalen Drawdown minimieren. Ist alles kein Hexenwerk, geht straightforward. Was man dadurch erreicht, ist, man kriegt wirklich das definitiv beste Ergebnis. Man hat aber hier jetzt eine Gefahr der Überoptimierung, weil man gewissermaßen versucht, die Strategien so gegeneinander zu legen, zu gewichten, dass sie sich an da, wo der eine einen Drawdown macht, soll der andere möglichst nach oben gehen und dann passt das nochmal besonders gut zusammen. Dann war das das halt in der Vergangenheit. Aber ob das in der Zukunft dann natürlich auch immer so funktioniert, das kann ich natürlich nicht dann garantieren. Es kam nochmal eine Frage, der Gold Breakout, ich weiß, war nur eine Folie, war aber schon mit all seinen Uhrzeiten gerade gezeigt. Konto übrigens, falls das nochmal gewünscht ist, das Konto ist von 2.000 Euro auf 2.140 Euro innerhalb von einem Jahr angewachsen. Also nicht ganz 10% als reale Ergebnis. Also der erste Ansatz, nee, war nicht unsere Entscheidung. Deswegen, und dann nehmen wir einen anderen und den, also vor allen Dingen wegen der Überoptimierung. Und wir nehmen einen zweiten Ansatz und wir gehen so vor, dass wir sagen, hey, wir wollen einen bestimmten Verlust pro Tag nicht überschreiten. Und diese Zahl ist bei uns 1%. Mehr Verlust wollen wir pro Tag nicht haben. Und jetzt kann man das Ganze auch sehr schön angehen. Da wir ja zu allem historische Ergebnisse haben, kennen wir das, was hier mal in Englisch steht, das Worst Day Result. Wir wissen, was der schlechteste Tag ever war in der jeweiligen Strategie. Und jetzt können wir das Ganze so skalieren, dass wir definitiv in Summe nicht mehr als 1% verlieren. Und das sogar als totale Worst-Case-Betrachtung, weil ich jetzt so tue, als ob alle Strategien zum gleichen Zeitpunkt ihren Worst Day Result reproduzieren. Daran merkt ihr, dass wir wirklich sehr, sehr konservativ hier vorgehen. Nur als kleines Excel-Beispiel, wie man sowas angeht, wenn man sowas macht. Am Beispiel der zwei ehemaligen Strategien hier mal kurz dargestellt. Dadurch kriegt man automatisch so eine Gewichtung. Wir haben zum Beispiel den Euro-japanischen Yen, den wir schon seit über einem Jahr als Einzelstrategie traden in einem Account, in einem kleinen Account von 1.000 Euro. Und naja, zu dem Zeitpunkt vor etwas mehr als einem Monat war das Ding bei 1.200. Wir wissen also, was der für einen Monthly Return hat. Und wir wissen vor allen Dingen, das ist wichtig, diese rote Zahl, das Worst Day Result.
Das wollen wir natürlich jetzt in Prozent ausdrücken, weil wir müssen ja nachher alles auch auf den großen Account skalieren können. Und dann wissen wir automatisch, mit welchem Gewicht wir hier fahren müssen. Und das sind halt 7%. Ich mache mal nur, dass man sieht, warum ich sagen kann, dass es unbedingt 7% Gewicht werden müssen. Ihr seht, hier steht jetzt als Worst Day Result eine minus 0,1%. Warum nur 0,1? Naja, die Einzelstrategie soll ja nur 0,1 maximal verlieren dürfen können, weil wir ja als Gesamtes 1% sogar uns erlauben. Wenn ich jetzt dieser Strategie ein Gewicht von zum Beispiel 20% geben würde, dann wäre das Worst Day Result bei minus 0,29%. Das war aber nicht das, was wir wollten. Wir wollten maximal 0,1. Und natürlich habe ich das nicht in Wahrheit durch Rumprobieren rausgefunden. Das kann man auch schlicht und ergreifend ausrechnen. Wenn man die Strategie mit 7% Gewicht in das gesamte Portfolio einfließen lässt, dann hat sie als Worst Day Result eine 0,1%. Und das ist der Target Value für die Einzelstrategie. Aber natürlich überlagern wir alle. Dadurch wissen wir auch, dass wirklich alle gleichzeitig das schlechteste Ergebnis machen und und. Also ihr kennt die Story. Ist einfach beliebig unwahrscheinlich. Von daher sollte es uns gelingen, immer unter 1% zu bleiben. Als Gesamtrisiko. Gucken wir es mal an. Hier eine kleine Auftragung der Ergebnisse. Ich zoome das mal eben so raus, dann sieht man das. Jeder dieser Balken hier entspricht dem Tagesergebnis der letzten anderthalb Monate, seitdem das Portfolio jetzt in der schließlich in der endlichen Variante getradet wird. Und ihr seht, ja, gibt rauf und runter. Also es gibt Tage, wo mal 0,7% verdient werden. Es gibt Tage, der schlechteste Tag bisher war etwas mehr als ein halbes Prozent Verlust, wie man jetzt hier auch dieser Grafik entnehmen kann. Aber ihr seht, ich habe hier mal was gemacht. Ich habe mal den Mittelwert aller Minustage gebildet. Und der Mittelwert aller Minustage ist gerade mal 0,24%. Und wir sind weit weg von unserem 1%, was wir uns als möglichen Maximalwert gegeben haben. Das heißt nicht, ich kann nicht sozusagen verhindern automatisch, dass auch mal tatsächlich irgendwann ein Tag vorkommt, der einen größeren Einzelverlust hat. Aber das kann nur die totale Ausnahme sein in der Anlage, so wie wir die Risikosteuerung hier betreiben. Und es ist sehr wichtig, dass wir hier so extrem konservativ drangehen, damit wir auch wirklich sagen können, moderate Rendite bei geringem Risiko. Deswegen genau. Fragt nochmal jemand nach, warum nehmt ihr nicht einfach Varianz- und Korrelationskoeffizient wie in der Portfoliotheorie? Kann ich auch gerne kommentieren. Ich bin kein großer Freund davon, einzelne Strategien gegeneinander zu korrelieren. Ganz kurz, warum nicht? Erstmal, alle Strategien sollen ja sowieso nach Norden laufen. Das heißt, irgendwo ist schon inhärent, dass die Korrelation zwischen denen relativ groß sein muss, weil sonst laufen sie nicht alle nach oben. Also wenn eine nach oben läuft und eine nach unten, dann kriegen wir mal wirklich was sehr Unkorreliertes hin. Aber das ist ja trotzdem nicht das, was wir wollen. Das heißt, per Definition haben wir schon mal eine hohe Korrelation. Und es ist ein Ansatz, den man so machen kann. Aber ich bin mehr ein Freund von einer wirklichen Worst-Case-Betrachtung, allein um wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Also das mal kurz noch als Hinweis dazu. Schließlich und endlich will ich natürlich auch hier nochmal kurz über Details berichten, wie man auch partizipieren kann. Also es ist ganz einfach. Kurze E-Mail an den Support von JFT Brokers. E-Mail-Adresse steht hier nochmal. Und ja, ich möchte einfach ein JFT Basket Portfolio eröffnen. Und dann geht der Rest relativ einfach. Leute, die schon ein Konto bei JFT haben, geht es sogar noch einfacher, weil man dann diesen Prozess mit wer bin ich und sich zu legitimieren, der ist ja dann schon längst erledigt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, man kann halt kein bestehendes
Konto dafür verwenden, weil das Konto, wo ihr auch nachher dann die Trades sehen könnt, ist ausschließlich dann Teil des Basket-Portfolios. Ihr könnt in dem Konto auch jederzeit die Trades sehen, mit minimalster Verzögerung. Also eigentlich ist es so ein Live-Standing, wo man spätestens alle 5 Minuten wird das aktualisiert. Und das geht über ein eigenes Portal, nämlich das MyJFD-Portal. Ja gut, wenn man über so etwas redet, sollte man aber auch nochmal über 3 Key Figures hier reden. Nämlich einmal, es gibt ein Minimum-Account, 2.500 €. Und es gibt eine jährliche Managementgebühr von 2%. Und es gibt auch eine Performancegebühr. Allerdings ist die High Watermark, wer den Begriff nicht kennt, ganz einfach erklärt. Also wenn man einen Höchststand erreicht hat und es geht wieder runter und man macht das Konto wieder einen Gewinn, dann zahlt man noch lange nicht wieder neue Gebühren. Erst wenn man den alten Höchststand wieder überschreitet, erst dann würde wieder eine Performancegebühr fällig werden. Das heißt also, angenommen, das Konto oszilliert, keine Sorge, man muss dann nicht jeden Plusmonat irgendeine Gebühr bezahlen, sondern erst immer bei neuen Höchstständen. Aus der persönlichen Sicht sind dann auch neue Gebühren fällig. Alles im guten Rahmen, denke ich, und insbesondere attraktiv natürlich auch eine kleine Minimum-Account, der hier nur gegeben ist, anders als vielleicht bei ganz großen Vermögensverwaltungen. Also mal ein ganz anderes Angebot. Und ich hoffe, naja, wir haben heute mal wieder ein bisschen was auch zeigen können. Wir wollen halt genau diese Transparenz erreichen. JFD Basket Portfolio ist halt wirklich Vermögensverwaltung. Zum einen für jedermann, aber zum anderen, und auch wenn das vielleicht nicht das normale Webinarpublikum hier ist, sondern halt auch für Institutionelle, was uns ebenfalls sehr freut. Natürlich ist das Webinar nicht daran adressiert, das ist auch klar, aber wir wollen halt hier wirklich einen breiten Rahmen schaffen. Das Portfolio setzt sich halt zusammen, sowohl automatische Trades als auch diskretionäre. Und ja, heute haben wir natürlich nochmal wieder 2 im Detail vorgestellt mit all seinen und ihren Parametern. Und noch die 2 anderen sind natürlich nach wie vor als E-Book verfügbar. E-Mail-Adresse hier natürlich wie immer. Ja, und uns ist wichtig, dass wir konservativ dabei der Sache sind. Oder Jens, was denkst du so als Fazit zum JFD Basket Portfolio? Du meinst jetzt hinsichtlich dessen, für welche Kunden es sich anbietet? Ja, Oder? so deine Einschätzungen. Warum ist es gut? Was ist daran so einfach? Ach so, ja, was ist gut am Portfolio? Ich hatte es, glaube ich, schon vor einem Monat, als wir das erste Mal hier gehandelt haben, also abgehandelt haben, das Thema, gesagt. Ich finde die Konstellation unfassbar professionell. Also ich persönlich bin sehr stolz, Teil dessen dieses Projekt sein zu dürfen, weil es wirklich eine, ich glaube sogar relativ einzigartige Möglichkeit ist, in ein solches Produkt zu investieren. Ich denke, es gibt ja durchaus Erfahrungswerte von einigen, auch aus der Trading Community, aus dem Privatanlegerbereich, die sich sicherlich auch mal schon mit der Option Managed Account auseinandergesetzt haben. Sei es, um beispielsweise ihr eigenes Portfolio zu diversifizieren, sei es zeitliche Gründe, weil sie nicht die Zeit hatten, oder nicht die Zeit haben, ihr Kapital dann aktiv selbst zu handeln. Und man stolpert dann ja über die ein oder andere, naja, so ein bisschen dubiose Geschichte. Da gibt er ja durchaus einige Beispiele, wo diese Managed Account Projekte, die es nicht erst seit gestern gibt, immer mit Glanz und Gloria gescheitert sind. Und das, wo wir uns, glaube ich, da abheben, ist jetzt nicht nur diese sehr konservative Art und Weise, das Risiko zu managen, sondern auch, dass hier ich sag mal, Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird. Also das bedeutet etwas anders formuliert, wir tauschen uns aktiv auf Wochenbasis aus, mindestens auf Wochenbasis einmal und diskutieren Anpassung der Risikoparameter beispielsweise, diskutieren weitere Strategien, wie dieses Gesamtportfolio erweitern könnten. Und ich glaube, aus dieser Perspektive ist dieses Basket-Portfolio einfach nicht nur ein Investment für jedermann, sondern es ist vor allem für jedermann die Möglichkeit, an einem wirklich professionellen Trading-Produkt mal partizipieren zu können.
und da eine sehr, sehr, sehr solide Anlagemöglichkeit einfach zu finden. Ja, so würde ich das zusammenfassen. Super. Ja, es geht mir ähnlich, auch mit dem Stolz hier dabei zu sein. Und ich glaube, als wir das letzte Mal das Webinar gemacht haben, war es noch ein bisschen frischer am Start. Das ist halt wirklich, da habe ich es, glaube ich, ganz am Anfang des Webinars gesagt, ja, es ist mir eine Ehre, heute dieses Webinar zu halten. Ist es mir heute auch, keine Frage. Aber es ist wirklich eine tolle Sache, ein tolles Team. Und wir ergänzen uns da wirklich, wirklich super gut gegen und miteinander. Genauso ist es auch gemeint, aber absolut im positiven Sinne. Also, zum guten Abschluss, Dokumente, Slides, wer es nicht hier schon aus dem GoToWebinar downgeloadet hat, gerne auch einfach kurze E-Mail. Ist egal, aber Jens erreicht, mich erreicht, jetzt steht hier nur meine E-Mail-Adresse, macht nichts. Aber der eine oder andere hat ohnehin die auch von Jens. Alles kein Problem. Auch die zwei E-Books, von den Strategien, auf die ich jetzt nicht im Detail eingegangen bin, sind jederzeit verfügbar. Ihr erreicht uns und wenn es sonst irgendwelche Fragen gibt, einfach Kontakt aufnehmen. Dafür sind wir da. Wir wollen die Transparenz und wer noch nicht weiß, wofür JFD steht, JFD, Just, Fair and Direct. Irgendwo fehlt mir fast noch and transparent. Das ist genau das, wofür wir stehen. Und das ist das, was wir hier auch tun. Also, soweit von uns. Euch natürlich noch einen schönen Abend. Und ja, wir hören bestimmt bald wieder voneinander. Und wir werden natürlich weiterhin auch über das JFD Basket Portfolio berichtet. Und hoffentlich seid ihr auch hier dabei. Also, macht's gut. Das stimmt auch von Ja, dir, Jens. ja, einen wunderschönen Abend wünsche ich natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Okay, macht's gut, tschö. Tschüssi.